Willkommen zurück zu Let's Play Hitman Codename 47. Wir machen weiter mit dem Li Hong Attentat in einer neuen Quali. Also ich hab's jetzt auf HD gestellt. Ich hoffe, dass es nicht zu gestreckt ist. Werden wir aber sehen. Gute Arbeit, unser Plan geht auf. Die Polizei hat sich von Li Hong distanziert. Viele seiner Partner sind nervös geworden. Nun ist der Weg für sie frei. Allerdings wird es trotzdem kein Spaziergang. Hong hat immer noch eine kleine Armee aus loyalen Gefolgsleuten, die ihn schützen. Dieser Auftrag wird ziemlich komplex. Lassen Sie sich Zeit. Erforschen Sie zunächst das Einsatzgebiet, bevor Sie etwas unternehmen. Viel Glück. Diana Bornwood, Controller, die Agentur. Finden Sie die Kombination für den Safe. Finden Sie den Safe. Bringen Sie die Jadefigur zum Kräuterladen. Töten Sie Li Hong. Der gefangene Geheimagent muss überleben. Gut. Jo, alles schon vorgewählt. So. Die Mission ist sehr lang. Schon mal vorweg. Ich habe schon 3-4 Vorabaufnahmen gehabt. Und immer nach 20 Minuten, wo ich noch im normalen Missionsfortschritt war, bin ich gescheitert und wollte das Ganze nicht nochmal im Part neu machen. Deswegen starte ich dann halt immer eine neue Aufnahme, weil ich will euch keine 50, 60 Minuten an Part geben, vor allem weil das mit dem Hochladen dann auch ein bisschen blöd ist. Wir reden erstmal mit dem Barkeeper. This place seems quiet. Where do I go for some action? You could try the second floor. I'm sure you will find what you need there, sir. So, er gibt uns jetzt den Flyer für ein Etablissement. Könnt ihr, glaube ich, alle vorstellen, was das ist. So, den bringen wir... Damit gehen wir jetzt erst zum Buff. Nee, ich würde sagen, wir warten jetzt hier erstmal, bis der grüne Kellner hier hingeht. Nee, mit dem unterhalten wir uns nicht. Excuse me. Nein, das hatten wir schon. So. Wir warten auf den grünen Kellner. Das ist so das Zeichen dafür, dass wir etwas machen können. So, grüner Kellner, kommst du? Super. Brav, grüner Kellner. So. Wir müssen nämlich diese Wache ausschalten und deren Kleidung nehmen. Aber dafür warten wir erst, bis der grüne Kellner einmal weg ist. Dann haben wir nämlich ein paar Sekunden Zeit, ihn hier auch da auf dem Klo zu verstecken. So. Grüner Kellner. Ich warte. Grüner Kellner. Ja, sobald ich den jetzt ausschalte, kommt der Kerl nämlich wieder. Das hatte ich vorhin schon mal. Was? So. Jetzt nehmen wir uns hier nämlich die Kleidung. So. Hallo, nimm. Sofort wieder einstecken. So, jetzt haben wir die Kleidung der Wache und können... Doch, hier. Welcome, honorable guest. Ja, ihr habt ein schönes Freudenhaus. Ist alles in Ordnung. So. Zack. Doch, hier ist richtig. Da ist Kollege Puff. Hallo. Good choice, sir. Take your time, you will enjoy this. Ich werde es mit Sicherheit genießen, du Fett... Na, egal. Egal, egal. So. Hallo, Mama Puff. Wo ist Mama Puff? Da ist Mama Puff. Hallo, Puff, Mama. Welcome to our den of iniquity. It is our business doing pleasure with you. May I introduce my number one girl, Lei Ling. She will do everything you desire and more. Cash or credit card? I'm sure. I have a bill at the bar. Just follow Lei to her room, my friend. And do not drool on the floor. So, jetzt gehen wir mit Lei Ling auf ihr Zimmer. Und ja, Lei Ling wird noch später in Hitman Zero vorkommen. Deswegen, ne?
Wir werden sie in, glaube ich, noch zwei weiteren Hitman-Teilen hiernach sehen. In Hitman 2, Silent Assassin und in Hitman Contracts. Aber jetzt reden wir mit Lai Ling erstmal. Hallo. So, what's new and exciting around here? I don't know. You tell me. I've been here too long. You don't like being here. This is Hong Kong. Like doesn't come into it. Well, let's begin here then. Who are you? I'm not who you think I am. Just as the mirror is not always just a reflection of what you see. I do not belong here. What about you, mister? I'm here on business, looking for Mr. Li Hong. Actually, I'm looking for his safe. I see. Well, help me out of here, and I might have some information for you. Okay, it's a deal. Follow me. I know a way across the roof and the combination to Li Hong's safe. I found it in his trousers. Sauber. So, wenn wir sie jetzt retten, dann haben wir schon mal wenigstens die Kombination für den Safe. Somit auch das erste Missionsziel erreicht. Von den ganzen. So, und dadurch, dass wir die Kleidung des Bodyguards haben, kommen wir hier auch schon raus. Sonst würde er uns nämlich aufhalten. So. So, ach so, jetzt hier rüber. Schrei doch nicht so. Ist doch gar nicht auffällig. So. Dann gehen wir jetzt erstmal nach hier hinten, wo wir Lai Ling raushelfen. Schneller. Schneller. Quick, there's a CIA guy in the basement. He might know something. Here, I can give you the combination to the safe, if that is of any help. I found it in a pair of Li Hong's trousers. Warum findet sie Kombination in Li Hong's Hose? Küsschen! Das gefällt dem Klonkiller natürlich gar nicht. Und der Todesschrei schon wieder. Warum immer ein Todesschrei? So. So. Jetzt haben wir die Kleidung von diesem werten Herrn, weil wir jetzt halt in den Keller müssen. Verdammt. Ah, gut, er ist da hinten versteckt. Das könnte nämlich sonst schon der erste Fail gewesen sein. So, wir haben die Nummer für den Safe. Jetzt müssen wir nur noch diesen FBI-Agenten finden. Hier ist er nicht, soweit ich das weiß. Nein. Nein. Ich suche eine Tür, die von einer Wache bewacht wird. Aha. Leave immediately. Restricted area. Leave. Ich hau doch schon ab, du. Ja, fick dich. Alter, ist er penetrant. So. Jetzt muss ich aufpassen. Das ist auch wieder so eine richtige fickerige Arbeit. Gut, er? Geht er da hoch? Nee, er geht dort lang. Ich muss mir den Laufweg von ihm mal eben angucken. Okay. Dann geht er hier wieder zurück. Okay. Das ist jetzt das Dumme. Sobald er einen Todesschrei ausstößt, kommt Etiken hier 100 pro. Watch out! Sauber. Den ziehen wir mal mehr so hier in die hintere Richtung. Falls einer die Tür aufmacht, da gehe ich jetzt um einiges sicherer. So.
Just the man I've been looking for. Jeez, am I glad to see you. I'm halfway dead here. So, how did you end up in this mess? I tried to unlock the safe in the meeting room at the VIP area, but I don't have the combination for it. I think one of the girls on the second floor knows the combination. Let me help you out of here. Der gute Agent Smith, auch ein sehr lustiger Charakter in der ganzen Hitman-Reihe, sehen wir nämlich häufiger. Ich glaube in jedem Teil. Doch, das ist jetzt das erste Mal und am Ende dieses Spiels sehen wir ihn nochmal. Das hier ist aber, glaube ich, optional. Die VIP-Lounge. So, den Standort des Safes haben wir aber erhalten. Da ist er. Mal eben zoomen. Die VIP-Area. Gut. Da müssen wir jetzt nämlich auch hin. Heißt, raus hier. Raus, raus, raus. Ne, ich bin... Das ist schon wieder falsch, glaube ich. Wie bin ich denn hier hochgekommen? Hä? Ach so, das ist jetzt, glaube ich, der Aufzug in den Keller. Damit müsste ich eigentlich auch nach oben kommen. Weil jetzt habe ich die Kombination, also den Standort des Safes, VIP-Bereich. Ich hoffe, dass ich damit mit den Klamotten reinkomme. So. Mal eben kurz gucken. Der Brunnen. So. Nochmal auf die Karte gucken. Fuck. Wie soll ich denn da dran kommen? Gut, er hat einen Laufweg, das finde ich gut. Nur was für ein... Nur was für ein Laufweg. Es sind zwei Wachen. Ich hätte einen besseren Standort kriegen können. Ja, verloren. Wir haben verloren. So. Ich hoffe nicht, dass die uns attackieren. Verdammt! Oh. Wir haben die Jade-Figur. Großer Erfolg, sag ich jetzt einfach mal. Nee, falsch. Ah, super. Wieder ins Erdgeschoss. Wir müssen jetzt nämlich zum Kräuterladen. Kräuterladen, Kräuterladen. So, nee, Kellergeschoss. So. Am besten wäre es jetzt echt, wir würden unsere alte Uniform wieder bekommen, aber... Ah, schade. Jetzt müssen wir zum... Wir müssen irgendwie wieder ins Erdgeschoss kommen, in die Küche oder sowas.
Ist das der richtige Bereich? Nee. Na, wir gucken mal. Vielleicht kommen wir damit. Da stand, glaube ich, vorhin auch was mit Erdgeschoss. Nee, nichts mit Erdgeschoss. Gut. Nee. Wo sind wir denn? Wir haben jetzt 15 Minuten knapp gebraucht. Das geht ja eigentlich sogar. Mal eben wieder auf die Karte gucken. Sauber. Wir sind wieder im Restaurant. Und können dann auch mal eben in den Kräuterladen gehen. So. Mannequin, komm hier hin. So, 2 Leben haben wir noch. Also das Spiel speichert ja nicht. Aber es hat uns 3 Leben zur Verfügung gestellt. Greetings, most venerable visitor. Sobald wir sterben, werden wir an einen Ort zurück teleportiert. I believe you have something for me. Here you are. In return, tell me how I get close to Li Hong. Ah. Just as the fox has several entries to his den, so there is more than one way to gain access to the lair of the liege. You can find him in his headquarters, where he is most secure, guarded by Tsung, his trusted personal bodyguard. Go through the secret passage in the basement. Interesting. Any other suggestions? It is man that can make the way great. Not the way that can make man great. You can choose another path to Li Hong by means of deception. This small flask with white powder has great potency. A leader is always weakest when his guard is down. The man you are looking for will be eating at the restaurant. Genau das. Jetzt ist Li Hong nämlich im Restaurant. Verdammt. So. Aha. Brauchen wir nämlich einen Kellner. Wir müssen irgendwie nach zu Li Hong kommen. So. Nehmen wir ihn auch mit aufs Klo. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Weil wir jetzt vergiften wir nämlich ein bisschen das Essen. So, Kleidung nehmen. Und so. Boah, sieht das scheiße aus. Oh Gott. Ich muss euch echt sagen, so weit wie jetzt bin ich noch nie gekommen. Auf in Küche. Serve this soup for Mr. Li Hong, who'll be arriving shortly. Okay. Jetzt dürfen wir das Essen ein bisschen würzen. Dann bringen wir das dem guten Li Hong mal. Danach müssen wir aufs Klo verschwinden, um uns wieder umzuziehen. Da vorne sind sie.
Eigentlich wäre das jetzt die perfekte Gelegenheit, diese beiden Säcke auszuschalten. Fresssack. Verdammt. So. Ich muss aufs Klo. So, weil jetzt ist nämlich Zun tot. Und ich sag's mal so, jetzt muss nur noch eigentlich Li Hong sterben. So. Ich bin jetzt nämlich mal am Überlegen. Ich hole mir jetzt die Bodyguard-Uniform. Aber bringt das auch wirklich was? Ich glaube ja eher nicht. Der Kerl ist wo lang gelaufen? Sun liegt hier. Nee. Ich bin dafür, wir holen uns die Bodyguard-Uniform. Vielleicht kommen wir dann in das Hauptquartier. Ich glaub's aber nicht. Ich glaub's ehrlich nicht. Wir hätten ihn hier abknallen müssen. So. Lass mich in Ruhe, Puff Daddy. So. 22 Minuten schon, way. Oh, wir sind noch nicht gestorben. Das ist irgendwie das Geilste an dem Ganzen. So. Hi. Achso, komme ich denn jetzt hier wenigstens wieder hoch? Oder ist das jetzt gesperrt? Natürlich ist das gesperrt. Ach, verdammt. Gut, dann wieder raus. Wieder rein. Boah. Schlechte Idee, ganz schlechte Idee. So, würde ich sagen, ab in den Keller. So. Da geht's wieder zum Haupteingang, ne? Ja, okay, ne, ist ja schlechte Idee. Gut, dann ab in den Keller. Tja, Zun. Der gute Zun ist tot. Gut, gut, gut. Schlimm wird es jetzt, wenn wir nach da unten gehen. Ich bin nämlich noch nie in das Anwesen von diesem Kerl gekommen. Wir haben nicht viel Schuss. Ob ich jetzt in der richtigen Richtung bin. Ja. Noch sind wir in der richtigen Richtung. So. So. Geht's weiter runter. Wir sind auf einem guten Wege, das hier noch irgendwie über die Bühne zu kriegen.
Oh, kein Ton. Warum nicht? Ist das dieselbe Kleidung? Ich nehme sie mal trotzdem. Sieht man nicht, ne? Gut. Ne, der sieht uns hier. So, Freunde. Wünscht mir Glück. Wünscht mir viel Glück. Weil das, was ich jetzt mache, habe ich noch nicht geschafft in den ganzen Anläufen. Ich wurde immer im Anwesen erkannt. So. Ich nehme schon mal die Uzi. Oder ich bereite mich schon mal vor. Ist er. Wir sind hier drinne. Ich kann's gar nicht glauben. Herr Zun ist schon länger tot. Ich wäre dafür, ihn jetzt hier es ist schwer. Das ist schwer. Und zwar richtig schwer. Der Kerl ist stark. Wenn wir gegen ihn kämpfen, haben wir eigentlich schon verloren, weil er ein Schwert hat. Ja, ja, ist in Ordnung. So. Wünscht mir Glück. Ihn müssen wir nur erwischen. Ist hier denn irgendwo ein Aufzug? Ich hoffe ja. So, ich muss hier raus. Ich muss einfach nur aus dem Anwesen raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus, verdammt. Alter, 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 alter Falter. Ich muss hier weg. Verschlossen. Kollege, macht mir keine Angst. Nee. Juhu, geil, unterbrochen. Ich mach mal hier einen kurzen Schnitt. Vermaledeites Telefon, jetzt wo ich so nah da dran bin. So. Hier ist irgendwo ein Geheimgang, mit Sicherheit. Oh, bitte. Sauber, 30 Minuten. Ey, Freunde, ich bin so stolz. Das glaubt ihr gar nicht. Nach diesem Heckmeck.
Das war eine kleine Zwischensequenz, die uns zeigen sollte, wie 47 geschaffen wurde, weil 47 wurde von, glaube ich, fünf Kriminellen erschaffen. Und einen davon haben wir gerade getötet, das war Lee Hong. So, ich freue mich wie Bolle, dass ich diesen Auftrag endlich nach ungefähr 4, 5, 6 Aufnahmen endlich geschafft habe. Innerhalb von 31 Minuten, das reicht, das geht eigentlich noch. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal zu dem Auftrag, die Suche nach dem Uwa-Stamm. Bis dahin, tschüss.